Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Holiday on Ice mit regionalem Eissternchen. Schloss Blankenhain auf ein neues im alten Gemäuer und Nemo Sportler in Sachsen Nummer 1. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Seit 2002 gehört die Eisrevue von Holiday on Ice zum festen Bestandteil des Jahresprogramms in der Stadthalle Zwickau. Auch im Jahr ihres 75-jährigen Bestehens ist Holiday on Ice wieder an der Mulde zu Gast. Die insgesamt 105. thematische Revue heißt Showtime und hat so manche Überraschung im Petto. Mehr zum Aufbau der Show und über ein kleines Eissternchen gab's im Vorfeld zu erfahren. Vom 14. bis 18. Februar heißt es in Zwickaus Stadthalle, it's Showtime. Denn Holiday on Ice feiert mit Showtime sein 75-jähriges Bestehen. Bis zu 40 der besten Eiskunstläufer der Welt präsentieren die emotionsgeladene Geschichte einer, wenn nicht der, international erfolgreichen Showproduktion auf dem Eis. Insgesamt 10-mal wird die Show übers Eis flimmern. Apropos Eis, dazu weiß Produktionsleiter Peter Koschmieder einige interessante Fakten. Hier in Zwickau haben wir ein bisschen kürzeres Eis wie normal. Wir sind hier bei 33,5 Meter. Die Fläche ist 1860 breit und wir erreichen irgendwie am Ende so eine Dicke von ungefähr 5 Zentimetern mit diesem Eis hier. Ist ganz normales Eis wie auch draußen. Wir kühlen runter und gefrieren Wasser. Also in Kunsteis ist es an sich so nicht. Es ist kein Basen, was man volllaufen lässt, sondern es sind ganz dünne Schichten, die aufgetragen werden, bis man die Endhöhe dann sozusagen erreicht hat. Umgerechnet sind das rund 170 Badewannen, die gut 35 Stunden durchfrieren müssen, ehe die Fläche lauffertig ist. Eine unheimlich logistisch aufwendige und präzise Arbeit. Schließlich kommt das Equipment aus Hamburg. In Hamburg, die Eisfläche, die wurde heute Nacht erst weggebaut. Und das wäre unmöglich, die in der Zeit hierher zu bringen. Da haben wir hier eine andere. Aber das Show-Equipment ist gestern Nacht irgendwie um 1 Uhr in den Truck gegangen. Und jetzt um 10 haben wir die ersten Trucks hier wieder aufgemacht und dann kommt es schon wieder raus. Und die Trucks sind pickepacke voll mit Gerüsten, Tribünen und Deko. Wir haben auch einen Fundus, wenn so eine Show irgendwann ausläuft, dann werden die Kostüme bei uns gelagert. Und es gibt auch schon mal eine Show, oder wenn man was möchte, was eh schon da ist, dann muss man es nicht neu produzieren. Aber hier jetzt speziell bei der Show ist alles komplett neu, was da gemacht wurde. Und das ist nicht wenig. Wir haben ja über 320 Kostüme. Also das ist schon auch eine Hausnummer, die hier mitgeht. In einem tollen Kostüm wird auch Selina Schmidt auf dem Eis die Zuschauer begeistern. Die 10-jährige Schülerin aus Liechtenstein gewann das Casting der Holiday on Ice Academy und darf zur Premiere eine eigene kleine Choreografie auf das Eiskarree zaubern. Und das nicht von ungefähr. Ich war mit meinen Eltern als Zuschauer bei der Sächsischen Meisterschaft. Und da habe ich gesagt, ich will auch sowas machen. Und dann haben mich meine Eltern angemeldet. Und ich stehe seit 3 Jahren schon auf dem Eis. Und für den Auftritt in Zwickau hat sie sich prominente Hilfe an die Seite geholt. Die Choreografie hat der Herr Ingo Steuer gemacht. Und meine Trainerin ist die Katja Fritsche. Und Selina verrät auch, welche Sprünge sie zeigen wird. Achsel, Salchow, Rittberger, Flip und mehr nicht. Wer hat denn die Musik ausgesucht? Holiday on Ice hat sie uns geschickt. Extra arrangierte Hits aus Rock und Pop werden auch bei Showtime sicher fürs Mitwippen und Mitklatschen sorgen. TV Westsachsen verlost noch einmal Freikarten für die diesjährige Eislaufshow. Zu gewinnen gibt es 2x2 Karten für die 13 Uhr Veranstaltung am Samstag, dem 16. Februar. Melden Sie sich einfach unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Adresse inklusive Telefonnummer anzugeben, damit Sie vom Gewinn informiert werden können. Viel Glück! Lange Zeit war die Kapelle Neuensalz eine Einrichtung der Vogtlandkultur GmbH. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Neuensalz das Gebäude gekauft.
Damit wieder kulturelles Leben einziehen kann, hat sich nun im zweiten Anlauf ein Verein gegründet. Die Gründung der Kapelle geht wahrscheinlich auf den Deutschen Ritterorden zurück. 1529 wurde sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt. 1967 wurde der Gottesdienst eingestellt. In den 80er Jahren erfolgte eine umfassende Rekonstruktion. Die Kapelle Neuensalz gehörte 30 Jahre zur Kultur GmbH Vogtland. Im Jahre 2018 stand die Kapelle zum Verkauf und die Gemeinde Neuensalz hat die Kapelle gekauft. Seit Mai 2018 betreue ich die Kapelle im Auftrag der Gemeinde und nun haben wir versucht, einen Verein zu gründen, damit auch die Kultur weiter in die Kapelle Einzug erhält. Das klingt einfach, aber das war es ganz und gar nicht. Wir hatten eine erste Veranstaltung initiiert, wo es sehr viele Interessenten gab, die an dem Fortbestand der Kapelle auch einen Anteil nehmen wollten. Daraufhin haben wir eine erste Sitzung ins Leben gerufen, wo wir den Verein gründen wollten. Das war aber nicht so einfach und es gab dann doch nicht so viele Interessenten, die aktiv in diesen Verein eintreten wollten. Danach haben wir jetzt diese Woche eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen und auch da war die Vereinsgründung dennoch etwas schwierig. Aber letztlich haben wir 3 Vorstandsmitglieder gewählt. Neben Linda Schwabe finden wir im Vorstand Martina Röber, die ehemalige Leiterin des Stadtarchivs Plauen. Sie fungiert als Stellvertreterin. Sie ist Mitglied im Verein für vogtländische Geschichte und wohnt wie alle Vorstandsmitglieder in Neuensalz. Nummer 3 ist Diana Schmidt. Sie ist die Schatzmeisterin. Das größte Problem ist die Zeit. Linda Schwabe arbeitet beruflich in München. Darüber hinaus ist sie auch noch im Vorstand eines anderen Vereins tätig, dem ersten vogtländischen Drachenboot-Club Pöhl. Deshalb hat sie sich vorerst für ein Jahr aufstellen lassen. Einen konkreten Plan, wie es nun weitergeht, gibt es noch nicht. Im Moment müssen erst einmal formelle Dinge erledigt werden, wie zum Beispiel die Eintragung ins Vereinsregister. Geplante Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten werden weiter durchgeführt. In der Kapelle stehen ja Eheschließungen übers Jahr fest. Die meisten finden ja auch in den Sommermonaten statt. Und dann sind natürlich Privat- und Fremdvermieter hier auch noch gern gesehen in der Kapelle. Wir werden uns dann zusammensetzen, zunächst im Vorstand und dann mit den Vereinsmitgliedern und werden uns zukünftig um möglichst viele Veranstaltungen kümmern. Damit der momentane Schwung des neuen Vereins erhalten bleibt, hofft der Vorstand auch weiterhin auf die Findung weiterer Vereinsmitglieder, die sich mit Rat und vor allem auch Tat engagieren. Heute Morgen gegen 3 Uhr kam es auf der Altenburger Straße in Zwickau zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skoda verlor am Ortsausgang Grossen die Kontrolle über sein Auto, fuhr in einen Seitengraben und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert und landete 15 Meter weiter weg auf einer Wiese. Zudem fing das Auto Feuer. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Straße war fast 3 Stunden voll gesperrt. Am Skoda entstand Totalschaden. Ebenfalls heute Morgen rückten Einsatzkräfte nach Mühlau in die Ernst-Thälmann-Straße zu einem Zimmerbrand aus. Die schnell eintreffenden Helfer konnten Schlimmeres verhindern. Zwar ist das Zimmer nun unbewohnbar, jedoch wurde nur eine Person leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden. Werbung. Die Schlittenhunde sind wieder los. Am 16. und 17. Februar in Hammerbrücke. Ins Rennen gehen reinrassige nordische Schlittenhunde. Start ist am Samstag 11 Uhr und am Sonntag 10 Uhr. Im Mascherdorf können Sie die Hunde hautnah erleben. Und denken Sie daran, lassen Sie Ihre eigenen Hunde bitte zu Hause. Arbeit in der Region gesucht? Im Stellenmarkt bei TV Westsachsen fündig werden? Täglich in unserem Programm.
Wahre Stärke kommt von innen. Der neue Citroën C5 Aircross SUV. Der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Bereit für alles, was kommt. Die neue B-Klasse. Ab 16. Februar im Autohaus Lug. Schubertstraße 1 in Zwickau. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Im Offenbach-Jahr 2019 wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit der Landesbühnen Sachsen mit der Kursächsischen Veranstaltungsgesellschaft Bad Elster um einen weiteren künstlerischen Baustein ergänzt. Am Sonntag, dem 10. Februar, feierte die Operette Pariser Leben von Jacques Offenbach im König-Albert-Theater Premiere. Wir konnten die Generalprobe am Freitag vor der Premiere besuchen. Gleich zu Beginn eine traurige Nachricht. Generalmusikdirektor Florian Merz konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dirigieren. Die musikalische Leitung hatte allein Karl Bernewitz. Dennoch freuten sich alle sehr auf die Generalprobe und natürlich auf die Premiere. Das ist sehr große Aufregung. Für uns ist es natürlich ganz wichtig, weil jetzt mittlerweile die Nachfolgeproduktion ist, unsere Co-Produktion der Nacht in Venedig. Wir kooperieren hier also aktiv mit den Landesbühnen Sachsen zusammen auf der Bühne. Und für die Publikum ist es natürlich ein schöner Erfolg, dass somit auch das König Albert Theater Bad Elster bis in den Raum Dresden ausstrahlt. Auch für die Landesbühnen Sachsen ist das keinesfalls Routine. Es ist einfach sehr aufregend, in einem anderen Theater zu proben und drei Tage vor der Premiere umzuziehen und auf einmal auf einer anderen Bühne zu stehen. Das macht aber auch ganz viel Spaß und das bringt auch Positives mit sich, nämlich dass das Ensemble aufgeregter ist und ein bisschen angespannt. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Energie für die Premiere. Die Operette selbst steckt voller Energie. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch das, was wir mit Pariser Leben erzählen wollen. Das ist wild, das ist laut, das ist bunt, da passieren ganz viele verschiedene verrückte Dinge. Und darum geht es. Es geht um einen ganz großen Spaß, den wir haben wollen. Worum geht es in dem Stück im Detail?
Es geht um ein schwedisches Paar, ein Baron und eine Baronin, die sich entscheiden, für ein paar Monate nach Paris zu reisen, um dort das wilde Leben kennenzulernen, von dem sie gehört haben, werden dann aber nicht wie eigentlich geplant von ihrem Reiseführer abgeholt, sondern von Raoul de Gardefeu, der ein junger Liebemann aus Paris ist und seine Chance wittert, an Geld zu kommen. Und der greift die beiden am Bahnhof ab und bringt sie in sein eigenes Haus und gibt dieses als das Grand Hotel aus. Und dann entstehen einfach ganz viele verrückte Geschichten dadurch. Diesem schwedischen Baronenpaar wird sozusagen das Pariser Leben, die Pariser Haute Volée, vorgegaukelt mit den eigenen Leuten, mit den Handschuhmacherinnen, mit der Handschuhmacherin, mit den eigenen Angestellten. Und dann ist natürlich völlig klar, dass das Ganze irgendwann wild und verrückt wird. Wenn Sie es genau so mögen. Es gibt natürlich noch Karten für Nachfolgeaufführungen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.kursächsische.de/Veranstaltungen. Das Landwirtschaftsmuseum im Schloss Blankenhain ist eines von deutschlandweit nur zwei Landwirtschaftsmuseen. Doch nicht nur mit der Dauerausstellung zu diesem Thema macht der historische Komplex im nördlichen Landkreis von sich reden. Auch zahlreiche Veranstaltungen und regelmäßige Sonderausstellungen ziehen zahlreiche Besucher an. Mit einer solchen Ausstellung wurde nun die Saison 2019 in Blankenhain eröffnet. Um diesen Blick auf das Schloss Blankenhain genießen zu können, müssen die Besucher schon noch etwas warten. Aber am vergangenen Wochenende startete mit der Eröffnung einer Sonderausstellung die Saison 2019. Dies diente auch dazu, die neuen Ausstellungsräume zu präsentieren, klein aber fein und barrierefrei. Zu sehen ist hier Spielzeug im Wandel der Zeit. Aber auch sonst ist der Terminkalender des Museums schon prall gefüllt. Im Museum ist eigentlich unsere traditionelle Märkte, dann unser Traktorentreffen, unsere sonntäglichen Sonderführungen, die sind also da. Wir arbeiten zurzeit ganz intensiv an den Restaurierungen der ehemaligen Schrotmühle der LPG in Blankenhain, die wir ja letztes Jahr komplett übernommen haben. Dann sind wir dran, einen ehemaligen DDR-Zeitungskiosk von der Koberbachtalsperre hierher ins Museum umzusetzen. Also es ist immer irgendwas los. Und die Leute haben ja die Möglichkeit, auf dem Internetportal oder eben dem Faltblatt mit unserem Jahresprogramm, da stehen alle Daten drin und da ist immer was los bei uns. Und fast nebenbei erfüllt das Museum damit auch noch einen Bildungsauftrag. Denn auch mit solchen Ausstellungen oder mit dem historischen Klassenzimmer wird Allgemeinwissen vermittelt. In einer Zeit, da man manchen Großstadtkindern schon erklären muss, dass Tomaten nicht im Supermarkt wachsen, Fisch nicht rechteckig und Kühe nicht lila sind. Das Ganze ist eigentlich ein Klassenzimmer an sich. Und da geht es von dem ländlichen Bauen bis zu der Frage, wie wird denn eigentlich Milch hergestellt? Und was gibt es eigentlich in dem Bereich der Landwirtschaft auch an ganz interessanter Technik, die über nun 100 Jahre hinweg produziert worden ist, angewandt worden ist und jetzt hier ausgestellt wird. Und das ist auch für Kinder, für Jugendliche, die hierher kommen, immer wieder ein Moment, um zu sagen mit, aha, das habe ich noch nicht gewusst, ist aber toll. Die derzeitige Sonderausstellung vermittelt vor allem einen Einblick in die Entwicklung des Spielzeuges in Bezug auf die Gesellschaft, oftmals mit kleinen Details. So fällt zum Beispiel den wenigsten auf den ersten Blick auf, dass bei irgendwelchen Schießbudenspielen von Anfang des 20. Jahrhunderts die Figuren meist französische Uniformen tragen. Oder der schon etwas mitgenommene Teddy, oftmals repariert, doch ein wichtiger Begleiter eines Kindes in Zeiten, da es eben Spielzeug nicht in Massen gab. Pitti Platsch, die Kultfigur aller DDR-Kinder, schaut da schon mit bedenklichem Kopfschütteln auf die Spielzeuge der modernen Zeit und vor allem auf die Mengen an Verpackungsmüll, die dabei entstehen. Solche Figuren zu erhalten, Gebäude und Anlagen instand zu halten und dann noch Ausstellungen zu organisieren, das kostet natürlich nicht nur eine Menge Arbeit, auch das Geld spielt eine nicht unerhebliche Rolle.
Also wir haben auch einen rührigen Förderverein, da sind wir also sehr dankbar drüber, denn die Umsetzung des Zeitungskiosks, das ist dieses Jahr eine Fördervereinsaufgabe. Und unser Träger, der Landkreis Zwickau, ist natürlich nicht nur der Träger, sondern er ist im Endeffekt neben dem Kulturraum auch der Hauptfinanzier des Museums, wo wir also wirklich den Abgeordneten und der Verwaltung und unserem Dienstherrn, dem Landrat, sehr dankbar sind, dass sie sich immer dafür einsetzen und auch immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und auch unsere Wünsche haben. Und das ist das gute Stück, der schon mehrfach genannte Zeitungskiosk. Wahrscheinlich bis 1990 noch in Betrieb, im originalen Bauzustand bietet er heute ein eher jämmerliches Bild. Die Zahl der Interessenten schien sich auch in den letzten Jahren in Grenzen gehalten zu haben. Aber es ist ein Stück Geschichte des Landkreises. Vor allem, es ist ein Original. Und deshalb soll er einen Platz im Museum erhalten, soll restauriert werden und, wer weiß, vielleicht werden dann dort die Werbebroschüren des Museums angeboten. Auch solche Aktionen machen das Schloss Blankenhain für den Landkreis wichtig. Ja, es ist ja auch kein 0815 Museum, sondern es ist eins der beiden deutschen Landwirtschaftsmuseen, die es überhaupt gibt. Und dass sich der Landkreis damals beim Aufbau dem gewidmet hat, war, glaube ich, die Rettung für das Ganze. Und in der Zwischenzeit sorgen wir immer für ein Stück Schub, dass das, was hier vorhanden ist, was in Blankenhain vorhanden ist und was von allen Seiten uns auch mal angedient wird, aufzuarbeiten, zu unterhalten, einzuordnen und dann auch zu präsentieren. Und das alles geht natürlich nicht ohne eine ganz engagierte Mannschaft hier im Schloss Blankenhain. Und für diese Mannschaft wird es keinesfalls langweiliger. 2020, das Jahr der Industriekultur, wirft seine Schatten voraus. Nun passen die Begriffe Landwirtschaft und Industriekultur nur bedingt zusammen. Ja, aber wenn man aus der DDR-Zeit noch die Stichworte industrielle Landwirtschaft hat, dann ist das einfach der Anschub damals gewesen, zu sagen, wir wollen das fabrikmäßig herstellen. Aber das geht noch ein gut Stück zurück. Und wenn man so an die Dampfpflüge denkt, dann ist das schon Mechanisierung gewesen, die ein Stück Anleihe aus der Wirtschaft, aus der Industrie genommen hat. Und das mal konkret aufzuarbeiten und dann auch das Jahr der Industriekultur mitzumachen, das gehört zu dem Landwirtschaftsmuseum auch dazu. Und das wird werden. Dessen kann man sich sicher sein. Blankenhain mit dem Landwirtschaftsmuseum im Schloss und den zahlreichen Außenobjekten wird auch weiterhin Besuchermagnet und Bildungseinrichtung bleiben. Und Sonderausstellungen wie die aktuelle haben noch einen ganz anderen Aspekt, nämlich die Erinnerung. Den Trecker hatte ich doch auch mal. Und diese Autos, die habe ich doch sogar aufgehoben. Mal ganz ehrlich, stimmt's? Werbung. Jetzt Polsterwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Sie suchen dringend Mitarbeiter und Auszubildende? Sie haben alles versucht, aber hatten keinen Erfolg? Wir haben die Lösung. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Du bist interessiert an Großraum- und Schwertransporten und hast Bock, richtig große Autos zu fahren. Mit einem Clip im Stellen- und Ausbildungsmarkt bei TV Westsachsen erhöhen Sie mit uns Ihre Aufmerksamkeit. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern. Ich trainiere gerne im Sportpark, weil hier wirklich alles stimmt, weil die Mitarbeiter freundlich und kompetent sind und weil man für sein Geld auch ordentlich was bekommt. Nicht nur Trinken ist im Preis mit inbegriffen, sondern genauso Sauna und es haut einfach alles hin. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Schuh Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt.
Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Hotelpension Flex sich in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Die Eispiraten aus Grimmitschau konnten aus den vergangenen 4 Begegnungen zählbare und wichtige Punkte holen. Nach Erfolgen gegen die Ravensburg Tower Stars, den Deckendorfer SC, die EC Kassel Huskies und die Dresdner Eislöwen könnte am Freitag mit einem Sieg beim Tabellenletzten in Freiburg ein weiterer Schritt in Richtung Nichtabstieg aus der DEL 2 gemacht werden. Es winkt sogar Tabellenplatz 8. Die Schröder Cracks konnten nach dem 5:2-Sieg bei den Chemnitz Crashers und einem 10:0-Heimsieg gegen die Saale Bulls 1B mit den Fans den Meisterpokal bejubeln. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt aber nicht. Nach dem vorzeitigen Staffelsieg in der Regionalliga Ost geht es bereits kommendes Wochenende in der sogenannten Verzahnungsrunde gegen den 2. und 3. der Regionalliga Nord. Am Samstag um 19.30 Uhr ist dazu der Hamburger SV das erste Mal überhaupt im Wolfsbau zu Gast. Vergangenen Samstag wurden im Plauner Stadtbad die offenen Sachsenmeisterschaften und die Sachsenmeisterschaft der Master im Finnswimming ausgetragen. Dabei schwammen und tauchten 175 Athleten aus 20 Vereinen um die begehrten Titel. Es ging über Distanzen von 50 Metern Streckentauchen bis 1500 Meter Flossenschwimmen. Dabei entwickelten sich beide Mannschaften für den gastgebenden Tauchclub Nemo Plauen zu der erfolgreichsten der zurückliegenden Jahre. Die Vogtländer holten 46 Meistertitel, 34 zweite sowie 10 dritte Plätze. Damit verwiesen sie die Mannschaften aus Dresden und Chemnitz mit großem Abstand auf die Ränge. 4 der insgesamt 42 Nemo-Starter sind besonders hervorzuheben. Robert Golenia, Marius Waletzko, Antonia Zimmer sowie Julia Proschaska trugen den Löwenanteil zu diesem Erfolg bei. Egal auf welcher Strecke die 4 ins Wasser sprangen, ein Podestplatz war ihnen gewiss. Proschaska, Zimmer und Waletzko warteten dabei mit Bestzeiten auf. In den Staffelwettbewerben, zu denen der TC Nemo gleich 13 Mannschaften an den Start schickte, ähnelte sich das Bild zu den Einzeldisziplinen. Zu den Siegern zählten hier die 4x100-Meter-Besetzung mit Julia Schaufel, Pia Lorenz, Tina Klemet und Antonia Neumann. Nun laufen die Vorbereitungen auf die Wettbewerbe, in denen es unter anderem auch um Weltcup-Medaillen geht. Das war tagaktuell vom Dienstag. Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen um 19 Uhr bei tagaktuell. Machen Sie es gut.